Willkommen in Bikini Bottom, ein normalerweise friedlicher Zufluchtsort im Meer. Heute wird er sich in ein Theater des Schreckens verwandeln, in dem unser kleiner gelber Freund die Hauptrolle spielt. Der große Tag ist gekommen. Ich habe einen genialen Plan ersonnen, um endlich das Rezept für den Krabbenburger zu entwenden. Und wenn Bikini Bottom dabei vernichtet werden sollte, was soll's? Mit meinem nagelneuen Duplikatotron 3000 klone ich eine Armee aus Robotern, die auf meinen Befehl hin Chaos und Verwüstung anrichten wird. Noch ein letzter Blick auf die Checkliste. Mal sehen. Punkt Nummer 1 ist Plankton ein Genie. Antwort ja. Okay, Checkliste abgehakt. Den Schalter umlegen. Willkommen, meine absolut gehorsame Roboterarmee. Augenblick, ich mach nur schnell ein Foto für mein Album. Hey, hallo. Was glaubt ihr, was ihr da macht? Oh nein, nein, nein! Wartet! Halt! Ich bin euer Meister! Ich hab euch erschaffen! Nein, nein! Das gute Geschirr! Ah! Ein wunderbarer Tag, um mit Robotern und Rennpferden zu spielen. Ja, nur schmeiß ich die Rennpferde und Roboter immer durcheinander. Wäre es nicht toll, wenn wir echte Roboter hätten, Patrick? Meine hieße Robo Junior oder Zorlon oder vielleicht auch Frankie. Ja, diese unechten Roboter sind echt langweilig. Hey, was passiert wohl, wenn wir die Roboter hier reinstecken? Damit sie es sich hier gemütlich machen. Das ist nicht irgendein Schneckenhaus. Das ist mein magisches Wunschschneckenhaus. Wow, das ist toll, Patrick. Also, wir stecken die Spielzeugroboter hier rein. Okay. Wir sagen die magischen Worte und schütteln das magische Wunschschneckenhaus. Okay. Dann gehen wir schlafen und am nächsten Morgen können wir mit echten Robotern spielen. Aber Patrick, müssen wir nicht erst die magischen Worte sagen? Hast du doch schon. Okay, ist also das magische Wort? Früher war es Alakazama, Alabano, Wiesno, Dinkitana, Fuschbach, Kredelmitz von Wiener Schnauzer. Aber das habe ich immer vergessen. Bist du sicher, das klappt? Sicher. Letzte Woche hatte ich nur einen großen Kekskrümel. Und ich hatte so großen Hunger, dass ich den Krümel in das magische Wunschschneckenhaus steckte. Dann sagte ich das magische Wort und schüttelte es. Und am nächsten Morgen hatte ich ganz viele kleine Kekskrümel. Patrick, ich verkünde, dass morgen der beste Tag überhaupt wird. Gute Nacht, SpongeBob. Gute Nacht, Patrick. Am nächsten Morgen. Roboterfreunde, 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 Roboter. Gary, warst du das? Tja, Gary, sieht ganz so aus, als hätten wir ein Problem. Ich werde wohl noch viel lernen müssen, um das Chaos hier aufzuräumen. Mau! Was für eine fantastische Idee! Diese Schilder bieten mir wichtige und hilfreiche Tipps. Aber wie kann ich die Schilder lesen? Mau! Ah, okay. Drücke diese Taste, um die... Mau! Wenn ich also noch mal mit dir reden möchte, muss ich lediglich zu dir hingehen und diese Taste drücken. Ich leg jetzt besser mal los, Gary. Ich glaube, das wird ein ziemlich langer Tag. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar zu SpongeBob. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sollen Speicher, Schlafzimmer, Abstellkammer, vieles erkunden. Das magische Wort konnte ich mir leider nicht merken. Ich habe es versucht und wollte euch damit begrüßen, aber es war einfach zu lang. Naja, was soll's. Wir haben kleinen Gary hier. Und ich mag Gary. Die ist immer so sehr gesprächig. Miau. Wir haben sogar hier ein Bild. Mensch, was ist denn hier passiert? Und wer schreibt in meine Ananas, dass Bikini Bottom stinkt? Was habe ich denn jetzt? Ach, ist das nicht wunderschön. Seifenblasen blasen. Das war doch mal eine coole Folge. Du brauchst mehr glänzende Objekte, um in diesen Bereich gehen zu können.
Naja, solange wir die finden und das hier kein Pay-to-Win ist oder Pay-to-Play weiter, richtig gutes Deutsch, dann ist doch alles in Ordnung. Ich würde gerne einen Imbiss machen, aber ich habe keine Zeit. Ach, immer der Zeitdruck im Nacken. Ja, ich muss sagen, es gefällt mir so auf den ersten Blick schon mal sehr, sehr gut. Die Roboter bei Plankton im Abfalleimer haben mich etwas an Clank von Ratchet & Clank erinnert. Ich weiß nicht, vielleicht ging es ja euch genauso, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Aber ich fand, die sah ein bisschen so aus. Ist natürlich ärgerlich, dass er sie auf Nicht-Gehorchen gestellt hat. Aber ist ja am Ende nur zu unserem Gunsten. Was haben wir hier? Dafür brauchen wir den Pfannenwender. Du brauchst mehr goldene Pfannenwender, um diese Tür zu öffnen. Dann würde ich sagen, lasst uns erstmal erkunden. Bevor wir hier groß die große weite Welt erkunden werden. Ja, wir wissen doch, dass du keine Zeit hast. Wir sammeln erstmal den Spaß hier ein. Ich finde, das ist auch so eine sehr, sehr cleane Comic-Grafik. Ich weiß nicht genau. Sprich mir doch nicht immer dazwischen. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber es ist alles so sehr, ja, so sehr clean. Gefällt mir sehr, sehr gut bis jetzt. Und endlich mal wieder ein Spiel, was man nicht so ernst nehmen muss. Das macht doch immer Laune. Gut, wir sollen die Schilder erkunden, hat er gesagt. Schauen wir mal. Dies sind glänzende Objekte. Glänzende Objekte sind sehr wertvoll und können eingetauscht werden. Das hilft SpongeBob bei seinen Aufgaben. SpongeBob muss viele glänzende Objekte einsammeln, um seine Aufgaben abschließen und die Bedrohung durch die Roboter beenden zu können. Es gibt bei den glänzenden Objekten 5 verschiedene Farben. Rot, Gelb, Grün, Blau und Lila. Rot ist am gewöhnlichsten und daher am wenigsten wertvoll. Lila ist am seltensten und daher auch am wertvollsten. Wertvollere glänzende Objekte sind in der Regel schwieriger zu finden oder befinden sich an gefährlichen Orten. Ja, das war schon fast logisch. Hätte ich vielleicht vorher lesen sollen, bevor ich es einsammle, aber na gut. Macht effektiv auch keinen Unterschied. Was haben wir hier? Eine Notiz von Mr. Krabs. Und sie riecht sogar nach Schweiß, genau wie er. Ahoi, SpongeBob. Als treues Besatzungsmitglied der Großen Krabbe wurdest du zum Chefsammler von glänzenden Objekten befördert. Wow, eine Beförderung. Ganz recht, eine Beförderung. Sammel alle glänzenden Objekte, die diese Roboter liegen lassen, ein und bring sie zu mir. Jetzt hör auf, wie ein Seepferdchen herumzusausen und fang mit dem Sammeln an. Ich bin bereit, Beförderung. Ach schön, da kommen so viele alte Kindheitserinnerungen wieder hoch, wenn ich den ganzen Spaß hier spiele. Ja, Mr. Krabs, ich liebe seine Synchronstimme. Bis heute. Und da haben wir wieder glänzende Objekte. Ich glaube, der Mr. Krabs möchte uns schon wieder... Naja, wie hat er das genannt? Chefsammler. Wir müssen wieder so viel glänzende Objekte einnehmen, was ja effektiv hier so das Geld ungefähr ist, und ihm alles bringen. Und weil mich das so ärgert, stelle ich mich einfach mal auf den Spiegel und demonstriere. Ach, guckt mal hier. Das war auch eine schöne Folge. Klopapier, gerade in der Corona-Zeit, sehr, sehr wertvoll. Sollten wir eigentlich auch einsammeln. Scheiß auf die glänzenden Objekte. Was haben wir hier? Wow, alles coole Sachen hier. Wir gucken mal. Du kannst sehen, wie gut SpongeBob sich macht, indem du Tab drückst. Die Zahl rechts oben zeigt an, wie viel glänzende Objekte SpongeBob besitzt. Und die Zahl oben in der Mitte zeigt an, wie viel goldene Pfannenwender SpongeBob gesammelt hat. Die Zahl rechts unten zeigt an, wie viele von Patricks verlorenen Socken SpongeBob gefunden hat. Da hat aber wohl jemand mal eine Leertaste vergessen. Fällt mir natürlich sofort auf und muss auch bemängelt werden, gibt ein Punkt Abzug auf Yelp. Und die Zahl oben links zeigt zu guter Letzt an, wie viele Unterhosen SpongeBob besitzt. Ach, hä? Braucht man mehr als eine Unterhose? Wäre mir jetzt aber auch neu, also okay. Wir gucken mal, 3 Unterhosen haben wir. 0 Pfannenwender, 60 glänzende Objekte und 0 Socken. Okay, die glänzenden Objekte... Also ich denke mal, die Lilanen bringen dann wahrscheinlich einfach mehr. Das müssen wir mal beobachten, aber sie sind ja nicht einzeln unterteilt. Ich würde mir ja gern einen Imbiss ja, machen. Wir wissen das aber doch mit deinem Imbiss. Zeit. Dann frag doch mal Gary, die hängt ja den ganzen Tag zu Hause rum, die kann sich auch mal um was kümmern. Wohnt hier umsonst. Guck mal, 50 brauchten wir, jetzt können wir hier hin. Möchtest du 50? Ach, wir müssen die ausgeben. Ah, okay. 10 Stück für hier. Aber wir haben ja genau 60 und einen Pfannenwender. Also es ist natürlich genau so gemacht, dass das alles passt. Die silbernen Pfannenwender sind anscheinend nichts wert. Was haben wir da oben noch? Ein paar leckere Cornflakes. Ein paar schöne Medaillen, die wir gewonnen haben. Einen richtig stylischen Kühlschrank. Wir müssen uns natürlich ein bisschen umgucken. Ein schönes Bild von Gary.
Das müssten wir eventuell mal wieder gerade hängen. Können wir aber leider noch nicht machen. Dann lasst uns vielleicht erstmal hier reingehen. Eine Buchse. Das ist das gute Schlafzimmer. Mit dem mega geilen Wecker. Wo der gute SpongeBob dann auf einmal rausfliegt aus dem Bett und vollautomatisch angezogen wird. Stylische Frisur. Achso, ich dachte gerade, wir können mit der Truhe interagieren. Es war aber tatsächlich bloß das Schild. Das ist eine von SpongeBobs Unterhosen. Jedes Mal, wenn er von einem Roboter getroffen wird oder gefährliche Objekte oder Oberflächen berührt, verliert SpongeBob eine Unterhose. Okay, die Unterhosen sind unser Leben. Ey, der arme Sponge. Sobald SpongeBob alle Unterhosen verloren hat, muss er diesen Bereich von vorne beginnen. SpongeBob kann verlorene Unterhosen ersetzen, indem er unterwegs neue aufsammelt. SpongeBob beginnt mit 3 Unterhosen, aber es gibt auch spezielle goldene Unterhosen, die in Bikini Bottom versteckt sind und es SpongeBob erlauben, mehr als 3 Unterhosen gleichzeitig zu tragen, falls er sie findet. Du kannst nachsehen, indem du auf Tab drückst, das wissen wir ja schon. Ja, so eine goldene Unterhose wäre natürlich was Deluxes. Gut, die haben uns jetzt eine Unterhose abgezogen, damit wir die hier auch... Ach okay, hier liegt also immer eine bei uns zu Hause. Wenn es uns mal nicht so gut geht, einfach nach Hause, schnell eine neue Buchse an. Und das Leben sieht doch schon wieder ganz anders aus. Jetzt gucken wir mal. Wir haben 3 rote und rote ist ja das Schlechteste. Das heißt, die geben wahrscheinlich nur 1. Genau. Und damit haben wir 60 Stück wieder. Was haben wir hier? Drücke F, um den Raum zu wechseln. Okay, also wir können hier durch, brauchen wir dafür aber nichts. Oh, hier sind wir in der Bibliothek. Und dann haben wir 63. Jawohl. Da bewahre ich meine ganzen alten Comic-Hefte auf. Hat nur leider nicht so viel gebracht, hier rüber zu gehen. Weil da kommen wir... wir können einen Doppelsprung machen. Okay. Na, wir lesen erstmal die Schilder, bevor wir hier alles ausprobieren. Drücke linke Maustaste, damit SpongeBob einen Blasenwirbel ausführt. Den hatten wir schon. SpongeBob kann den Blasenwirbel benutzen, um Tikis aufzuschlagen oder Schalter an Wänden zu drücken. Außerdem kann er damit die meisten Roboter besiegen. SpongeBob kann mitten in der Luft auch den Blasenwirbel ausführen, um Objekte zu treffen, die weiter oben sind. Okay, wir können das also in Kombination machen. Hier sollen wir bestimmt draufspringen. Nicht? Oh, so hat's funktioniert. Ja, cool. Lass mich da hin. Boing. Und da haben wir schön was eingesammelt. Ha, volle Kanne aufs Schild. So, nächstes Schild. Drücke die rechte Taste, wenn SpongeBob in der Luft ist, damit er einen Blasensprungangriff ausführt. Kann Tikis einen Roboter zerstören, die sich unter Spongy befinden und Schalter am Boden können gedrückt werden. Er kann es nur machen, wenn er in der Luft ist. Ich habe es mal ein bisschen abgekürzt, weil am Anfang ist es fast in jedem Spiel immer sehr, sehr viel zu lesen und ich möchte euch nicht langweilen. Aber wir haben es ja von alleine rausgefunden. Aber das ist natürlich auch cool, wenn wir den machen können, bleiben wir dadurch länger in der Luft. Dass wir jetzt hier so runterschweben könnten? Nö, nicht wirklich. Schild Nummer 3 natürlich. Drücke E, wenn SpongeBob auf dem Boden ist, damit er einen Blasen... Wissen wir doch schon, mit dem Blasenschlagangriff kannst du Tikis Roboter zerschlagen oder Schalter drücken, die sich direkt über dir befinden. Wenn du dieses Symbol siehst, kann SpongeBob sich darauf stellen und einen Blasenschlagangriff machen, um Tikis zu zerstören, die direkt über ihm sind. Okay, also wir sehen das und dann können wir hochspringen und einmal Angriff. Achso, Doppelsprung natürlich. Hä? Das verstehe ich jetzt aber nicht ganz. Er hat doch gerade gesagt, wenn ich das Symbol sehe, dann kann ich das machen. Aber so hoch springt der gute Spongy nicht. Lasst uns nochmal kurz gucken. Ach, drücke E. Ja, man sollte auch richtig lesen. Entschuldigung. Bam. Ich dachte jetzt, dieser Angriff hier, der funktioniert dann. Alles klar. Oh. Hat er noch einen Nutzen? Wahrscheinlich schon. Aber wir lesen erstmal das Schild. Wir können bestimmt noch seitlich Halter drücken. Huch. Jetzt aber. Hä? Um zu sehen, wie gut sich SpongeBob in den einzelnen Levels des Spiels macht, kannst du Escape drücken, bewege im Pausenmodus den linken Stick wahrscheinlich, den es natürlich am Computer nicht gibt, wurde natürlich hier mal richtig super programmiert, um ein Level auszuwählen. Wenn ein Level ausgewählt ist, kannst du Space drücken, um dir die Details anzusehen. Sobald die Detailansicht geöffnet ist, musst du den linken Stick nach links oder rechts bewegen, um einen Hinweis auf jeden goldenen Funwender zu bekommen, von dem SpongeBob weiß. Indem du Space drückst, wenn der Hinweis auf einen goldenen Funwender ausgewählt ist, SpongeBob kann ein Taxi nehmen und von überall im Spiel direkt zum Gebiet dieses Funwenders fahren. Okay, eine Schnellreisefunktion gibt's also auch. Wir können mal Escape drücken.
Und dann können wir hier jeweils auf die Level anscheinend gehen und uns den ganzen Spaß dann angucken. Genau so sieht's aus. Haben wir nun natürlich nur noch nicht viel gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie drücken wir das? Ah, drücken wir so. Und das haben wir von ganz alleine. Oh, 26 Sekunden. Da müssen wir uns beilen. Aber so wirklich rennen kann der nicht, ne? Schleichen geht, aber mehr geht nicht. Ach Mist, das war, glaube ich, verkehrt. Moment, ich glaube, da müssen wir noch... Ach, hier, okay. Auf den Ball. Hier drauf. Und dann würden wir es schaffen. Oder auch nicht. Rollt er von alleine hin und her oder können wir den... Okay, wir können den bewegen. Dann lasst uns nochmal ganz kurz den Schalter hier aktivieren. Es tut mir sehr leid, da habe ich etwas versagt. Aber man muss auch erstmal rausfinden, wo es hier hochgeht. War gar nicht so einfach. So, jetzt diesen Ball hier rüber. Dann Doppelsprung drauf, Doppelsprung hier drauf. Jetzt schaffen wir es. Ich bin bester Dinge. Oh, die Kamera ist halt so extremst nah. Ach Mist. Genau das wollte ich gerade sagen. Wir müssen es nochmal probieren. Also wir können es natürlich versuchen, aber nein. Das ist gar nicht so einfach. Da bewahre ich meine ganzen alten Comic-Hefte auf. Hey. Okay, wir machen es nochmal. Und damit dann aber auch der letzte Versuch. Da bewahre ich meine ganzen alten Comic-Hefte auf. Weil mit dem werden wir es schaffen, drum brauchen wir keinen weiter. Komm schnell den Ball hier rüber. Doppelsprung. Doppelsprung. Hier. Ist halt sehr schwierig mit der Kameraposition. Man sieht leider nicht wirklich, wann das Brett zu Ende ist. Aber ich sollte vielleicht einfach später diesen zweiten Sprung aktivieren. Bringt das was, das kaputt zu machen hier? Nö, ne? Und woanders geht's nicht hin. Na seht ihr, so schwer war es doch gar nicht. Ich habe mich einfach nur viel zu dumm angestellt. Und damit haben wir den ersten Raum erledigt. Machen wir uns hier wieder raus. Eine andere Tür gab's ja nicht. Nö. Vielleicht ein bisschen auf dem Bett rumhüpfen. Okay, sehr gerne. Uhu. Oh, es war wirklich ein Tipp, es gab Geld. Ja, vielen Dank dafür, lieber Spongy. Aber wir kommen nicht hoch aufs Sprungbrett, schade. Dann machen wir uns jetzt in den Raum, der uns 50 gekostet hat. Wir haben nämlich schon wieder 114. Und hier haben wir einen goldenen Pfannenwender. Und unser schöner Anzugraum, ist das nicht schick? Wir gucken mal, was das Schild uns verrät. Das ist ein goldener Pfannenwender. Goldene Pfannenwender werden benötigt, um neue Bereiche in Bikini Bottom freizuschalten. SpongeBob muss viele goldene Pfannenwender einsammeln, um die Quelle der randalierenden Roboter zu finden und diese zu besiegen. Haben wir verstanden, neuer Anzug können wir nicht, wir können immer nur die Unterhosen wechseln. Ja, ist ja wie im richtigen Leben. Mehr braucht man doch gar nicht. Okay, dann haben wir glaube ich alles geschafft. Dann können wir hier einmal das Haus verlassen mit unserem goldenen Pfannenwender. Es geht doch nichts über den Klang der eigenen Nachbarschaft. Hau ab, SpongeBob. Du verschmutzt meinen Freiraum zum Nachdenken. Du willst wohl wieder das Rezept für den Krabbenburger stehlen, was, Plankton? Tja, damit kommst du nicht durch. Es gibt größere Fische zu braten. Ich muss herausfinden, wie ich die Kontrolle über den Abfalleimer von diesen Robotern zurückhole. Wo sind die denn hergekommen? Woher? Das weiß ich nicht. Von mir jedenfalls nicht. So viel ist sicher. Sie sind plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht und haben mich beleidigt und mit Sachen beworfen. Sie haben sogar alle meine Löffel verbogen. Ich habe diese Löffel geliebt, als wären sie meine Kinder. Uri Geller-Roboter. Das ist ja schrecklich. Ach, kannst du mir nicht helfen, sie aufzuhalten, bevor sie auch noch meine Gabeln verbiegen? Nicht die Gabeln. Natürlich helfe ich dir. Aber Moment, eigentlich soll ich doch goldene Pfannenwender sammeln. Goldene Pfannenwender, wie? SpongeBob, wenn du mich in den Abfalleimer zurückbringen kannst, dann gebe ich dir einen ganzen Eimer voller goldener Pfannenwender in deinen Träumen. Abgemacht. Ach, SpongeBob, lass dich doch nicht so verarschen vom guten Plankton. Das müsstest du doch mittlerweile wissen. Und wir können nichts dagegen tun. Wir hatten keine Entscheidungsmacht. Oh, da hinten ist der fliegende Holländer. Und alle schöne Sachen. Und hier können wir dann noch Quallen angeln. Quallen fischen hieß es, nicht Quallen angeln. Nehmt's mir nicht übel, wenn ich ein paar Sachen vielleicht nicht mehr weiß. Es ist tatsächlich schon sehr viele Jahre her, dass ich SpongeBob geguckt habe. Aber so einige Sachen kenne ich dann doch schon. Ja, bis jetzt macht's auf jeden Fall schon mal ganz viel Laune. Generell mal wieder ein friedliches Spiel, wo es nicht ums Überleben oder Töten geht, sondern einfach mal
ein bisschen Spaß haben. Wir gehen mal noch zum guten Mr. Krabs und dann gucken wir mal, was der von uns möchte. Hallo Krabsy. Spongebob, diese ausufernde Roboterkrise sorgt dafür, dass die große Krabbe mehr Geld verliert als ein sinkendes Schiff. Und kein Geld bedeutet keine große Krabbe mehr. Und das bedeutet keine Burgerbraterei mehr für dich. Oh nein. Keine Burgerbraterei mehr? Aber da du so gutgläubig bist, werde ich dir helfen und einen kleinen Profit daraus schlagen. Ich habe ein paar goldene Pfannenwender, die ich dir bereitwillig gegen ein paar dieser glänzenden Objekte tauschen würde. Das ist so ein geldgieriger Sack, der Mr. Krabs. Aber ja, wir können es nicht ändern. Wir müssen uns natürlich daran halten. Dann werden wir wohl mal Plankton gleich in seinem oder mit seinem kleinen Roboterproblem helfen. Das sehen wir dann aber in der nächsten Folge. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Morgen 19.30 Uhr kommt dann die nächste Folge, also immer 19.30 Uhr. Eine Runde SpongeBob. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut.